Die Feiertage stehen vor der Tür. Besinnlich, gemütlich und vor allem lecker soll es werden. Was koche ich eigentlich zu Weihnachten? Die klassische Gänsekeule ist eine Option, aber die muss es nicht immer sein. Wir haben heute etwas Leichteres für Sie. Das ist einmal ein Lachsfilet mit Kimchi-Chicorée. Dazu habe ich mir Hilfe geholt und zwar von Sven Niederbremer. Der hat nicht nur einen Michelin-Stern, der hat auch schon für Brad Pitt und Angelina Jolie gekocht. Darüber quatschen wir gleich nochmal. Jetzt legen wir erstmal los. Übrigens, Sven Niederbremer war früher Koch in Südafrika. Dort gingen die Stars bei ihm ein und aus. Los geht's mit einer herkömmlichen Gänsekeule, die man so in jedem gut sortierten Supermarkt bekommt. Die werden wir gleich einfach ein bisschen salzen und bei 145 Grad für anderthalb Stunden in den Ofen schieben, dass sie langsam gart. Mit ein bisschen Fond, damit die ganz saftig bleibt, geht das dann ab in den Ofen. Am besten eignet sich dazu die Umluftstufe des Backofens. Wie bei Oma gibt es bei uns natürlich selbstgemachte Klöße dazu. Das ist eine Halb- und Halbmasse. Wir haben da rohe Kartoffeln und gekochte Kartoffeln genommen, ein bisschen Mehl, ein bisschen Eigelb. Und das Ganze muss geformt werden. Hier bin ich gefragt. Ein bisschen weniger drücken, mehr so in der hohlen Hand. Perfekt. An Weihnachten ist mehr, mehr. Deswegen kommen jetzt auch noch Maronen. Und die sind? Ja, lecker. Und auch echt deftig, oder? Jetzt schauen wir mal, wie es der Kamera denn eigentlich schmeckt. Angerichtet mit Rotkohl, ganz klassisch. Das gutbürgerlich deftige Weihnachtsessen für unter 10 Euro. Ja, jetzt wird es etwas figurbewusster. Jetzt haben wir den Lachs, was machen wir damit? Genau, den haben wir jetzt im Prinzip so gekriegt. Ich mag das ganz gerne, wenn der auf der Haut gebraten wird. Von jeder Seite braucht der Lachs circa 7 Minuten. Dann bleibt er innen noch schön glasig. Dazu gibt's Chicorée-Gemüse. Durch die Kimchi-Gewürzpaste ist das heute mal koreanisch angehaucht. Den Chicorée vom Strunk trennen, anschließend im heißen Wasserbad blanchieren. Klein schneiden und dann in die Gewürzpaste geben. Die bekommt man übrigens in der Asia-Abteilung im Supermarkt. Sie haben ja auch schon mal für Angelina Jolie gekocht. Was haben Sie der auf den Teller gelegt? Eine Möhre oder was? Nee, die hat auch nur Salat gegessen und Brad Pitt hatte damals, war im Prinzip, hat er nur Eiweiß gegessen. Also wir haben ein Eiweiß-Omelette wollte er haben, da ist er im Prinzip, das gleiche hat er wie Will Smith gegessen, der wollte auch alles nur Hühnchen, Eiweiß-Omelette, alles möglichst fettarm, ohne Kohlenhydrate. Nicht ganz so figurbewusst wie die Promis, aber im Vergleich zur Gänsekeule wirklich leicht, ist unser zweites Hauptgericht. Lachsfilet auf Kimchi-Chicorée. Dazu gibt's eine Joghurtsoße, die den Fisch mit dem Gemüse verbindet. Im Einkauf kostet dieses Gericht um die 8 Euro. Und jetzt endlich der krönende Abschluss, nachdem ich mehr oder weniger in der Küche geackert habe. Kommt jetzt der Lohn, das Essen. Ein Glas Rotwein gehört an Weihnachten auch dazu. Danke für das Essen. Dankeschön fürs Vorbeikommen. Schön, dass wir ein bisschen gekocht haben. Jetzt bin ich gespannt, wie es schmeckt. Auch die Gans hat wirklich super geschmeckt, aber mein Favorit ist tatsächlich der Lachs. Damit kann man über die Feiertage auch mal schlemmen ohne schlechtes Gewissen. Cut the style.